Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irene und hier ist die Tagesbotschaft für euch, die am Wochenende, die ist ausgefallen. Leider, aber jetzt bin ich wieder da mit Tagesbotschaft. Die erste und die zweite Stapel wählt bitte intuitiv. Wir werden schauen, die erste. Ich werde nicht zu lange, weil, ja, mal schauen. Jetzt jemand, wer hat erste gewählt? Kann sein. Euch wird jetzt nicht gefallen, was ich jetzt sage. Zwei Karten sagen mir, dass dir geht's viel zu gut. Viel zu gut. Wenn du diese Stapel gewählt hast und du sagst, na, mir geht's so schlimm, dann ist nicht dein. Weil hier geht's, Mensch, viel zu gut. Das geht schon in die Verdorbenheit. Das heißt, sich nichts entwickelt. Schau mal. Vier Münzen, Reichtum. Aber Reichtum, zum Beispiel, etwas hat sich gesammelt, ich habe etwas gespart und ich gebe das nicht aus, ich halte das, ich vermehre das nicht. Das ist wie keine Entwicklung. Mensch hat zum Beispiel Fundament gebaut und hat gesagt, mir reicht. Ich kann auch so leben. Das ist nur ein Beispiel. Emotionaler Zustand, chilliger Zustand. Ich tue nicht viel, ich gehe nur feiern. Seht ihr die zwei Karten? Ich gehe nur feiern. Hier, Geld habe ich genug. Das, was ich habe, reicht mir. Und Mensch, wie viel habe ich von dem Leben? Die Karte sagt auf jeden Fall Veränderungen. Das ist vielleicht erste Anzeichen. Wenn du sagst, na, kann nicht sein. Die Universum durch meine Botschaft möchte dir sagen, dass du hast gute Plätzchen, alles traditionell, alles gut und schön, riecht schön, aber bald verdirbt das. Das ist Verdorbenheit. Leider hier steht nicht, aber 5 Kelche, das ist zu viel. Hier zeigen die Karten zu viel, egal was zu viel. Zu viel essen, zu viel trinken, zu viel arbeiten könnte auch sein. Verstehst du? Hier könnte alles, was du etwas tust, was ist sehr wichtig für dich, zu viel. Das ist zu viel. Hier soll etwas sich bewegen, sich etwas verändern, wechseln. Und so wie die Lenormand zeigt mir, ist das Gleiche. Ja, mir geht's gut, ich bin wie Fisch im Wasser. Das sind Details von der Situation bei dir. Aber die Karten auch raten dir zum Nahgehen, das heißt Null, vom Null anfangen, etwas Neues machen, sich zu verändern. Zum Beispiel, schaut mal, ihr habt Computer. Wie lange denkst du, wird dein Computer funktionieren, so wie er ist? Auch, dass er gut ist. Er wird veraltern, er wird langsamer werden, du wirst nicht mehr schaffen mit deinem Computer und so weiter, zu viel Müll, zu viel Verdorbenheit und so weiter. Das, was ich hier sehe, das ist nur ein Beispiel mit einem Computer. Was musst du tun? Neue Programme, neue etwas, das du wieder blühen kannst. Verstehst du? Und hier, du brauchst auf jeden Fall einen guten Plan. So wie diese Frau da sitzt und schreibt Zettel. Ein guter Plan.
Das heißt, du sollst ein stilles Örtchen suchen, da wo dich niemand stört, in dich hereingehen. Hier, schaut mal, meine Botschaften sind keine alltäglichen Dinge, das habe ich euch gesagt. Meine Botschaften kommen vom Universum, die kommen durch meine Legungen zu euch, euch aufmerksam zu machen. Und hier steht, geh in dir rein, komm mit dir in Harmonie, finde den Weg erstmal zu dir, weil diese Verdorbenheit kommt, egal durch was, egal durch zu viel Essen, wir lieben alle Essen, aber das heißt, wir denken, oh, ich liebe mich so sehr, ich esse nur das Beste. Das Beste, das ist gewogene Ernährung. Das Beste ist, Lebensstil zum Wechseln. Das heißt, kann sein, du machst Sport, vielleicht übertreibst du beim Sport. Versteht ihr, was ich meine? Etwas ist übertrieben. Etwas ist schon viel zu stabil, viel zu gut. Und auf Dauer wird das nicht funktionieren. Vielleicht spürst du das, dass dich manche Dinge ekeln zum Beispiel. Ich sehe das hier in den Karten. Und die Information kommt auf jeden Fall. Mach dir einen Plan. Idee. Nimm dir Zeit, so viel du brauchst. Und versuche etwas Neues zu kreieren aus deinem Leben. Versteht ihr, was ich meine? Nicht nur aus deinem Leben, allgemein an Dinge, mit denen du jeden Tag zu tun hast. Und jetzt noch diese, wo ist das? Seelenbotschaften. Verbindung nach oben. Unser Schöpfer sieht tief in dein Herz. Er versteht dich und wertet nicht. Tu es ihm gleich. Du sollst dich auch verstehen und nicht werten. Du sollst auch andere verstehen und akzeptieren und nicht werten. Und Verbindung nach oben. Baue diese Verbindung nach oben, weil hier, so wie es aussieht, zu viel Materielle, zu viel Vergnügen. Ich sage nur das, was ich sehe. Und wenn du so machst, das ist dein Problem, weil im Leben kommt alles zurück. Ich wünsche, meine Lieben, euch viel Glück, die mit mir dabei seid. Ich freue mich, dass ich euch helfen kann. Ich mache das wirklich vom Herzen. Ich möchte, dass es euch gut geht, dass ihr glücklich seid. Aber hier ist, das siehst du selber, übertrieben. Alle Karten sagen, hier braucht man Wechsel. Zwei Münzen, das sind zwei Münzen, wechseln. Du musst etwas verändern. Etwas verändern und von Null anfangen. Etwas ganz Neues, etwas ganz vielleicht Lustiges sogar. So, meine Lieben, viel Spaß und Glück auch. Jetzt die zweite. So. Hier wird auch lustig, aber hier ist auch interessant. Übrigens, hier ist interessanter. Diese Botschaft ist viel interessanter. So wie aussieht, hier beeilt sich eine Nachricht zu dir, eine Liebesnachricht, eine Reise vielleicht, eine Botschaft, richtige Botschaft, glückliche Botschaft, so wie es aussieht, mit Erfolg und schnell. Ich sehe hier ganz schnell etwas beeilt sich, aus dem Weg, das heißt von unterwegs. Etwas beeilt sich zu dir. Eine Reise kommt oder sowas. Eine Reise, eine Botschaft von einem Mann. Kann sein, dieser Mann ist Luftelement. Oder könnte auch sein, so sehr, sehr männlich. Ich möchte nicht sagen stur, nein, hier ist mehr logischer Typ, starker Mann, so richtig Yang-Energie hat er, so richtig bestimmend, ich will das, ich möchte so das haben und nicht anders und er bestimmt. Er kann eine
führende Position haben. Er kann ein Arzt sein, Polizist, Jurist oder sogar Computerspezialist. Aber mehr sehe ich hier einen Polizisten, vielleicht mit Waffen hat er was zu tun. Kann sein, dass es ein Sammler ist, dass er ist so Typ, der mag sehr gerne verreisen. Hier sehe ich zweimal Schiffe, zwei Schiffe. Das heißt, hier ist wirklich Lebensreise könnte sein, Erfolgreise. Hier brauchst du, hier ist neuer Anfang für dich. So wie aussieht, wenn du dich hier entscheidest für Veränderungen, hier ist ganz schnell, sofort sind Veränderungen. Das heißt, diese zwei Legungen, so wie ihr oft mir schreibt, dass die Legungen passen zueinander, weitergeht, Geschichte geht weiter. Hier geht Geschichte weiter. Wenn du dich für die Veränderungen entscheidest, hier gehst du weiter in diese Veränderungen. Kann sein, das ist deine Lebensgeschichte, schnelle, erfolgreiche Reise durch Leben, durch andere Länder oder so. Hier könnte auch Heiratsantrag sein, sehe ich das. Egal wer du bist, Mann oder Frau, hier sehe ich auch Heiratsantrag und kann auch Liebeserklärung sein. Aber ein bisschen wird das zu trocken, diese Liebeserklärung. So, wie sollst du handeln? In diese Reise, hier steht zum Beispiel, ich lese zuerst das, Seelennahrung. Was tut deinem Körper und deiner Seele gut? Nähre beide gesund und achtsam, zum Beispiel mit guten Lebensmitteln und positiven Gedanken. Ist das nicht weiter Folge? Wer sich für die Veränderungen entscheidet, weil hier ist Narr, neuer Anfang. Und hier ist Narr, wo ist er? Hier ist Narr. Verstehst du? Versteht ihr? Hier ist Folge weiter. Seelennahrung, nochmal. Was tut deinem Körper und deiner Seele gut? Nähre beide. So wie hier habe ich gesagt, Verdorbenheit, vielleicht zu viel Essen, vielleicht zu üppiges Essen. Hier muss man nicht nur Ernährung, Lebensqualität ändern. Nähre beide gesund und achtsam, deinen Körper und deine Seele. Zum Beispiel mit guten Lebensmitteln, so wie ich hier gesagt habe, und positive Gedanken. Was sollst du in dieser Reise nehmen? Hier sind zwei Karten eindeutig. Schnelle Reise, sofortige Reise. Vor allem für die Menschen, die hier werden das sofort ihr Leben, aha, ja, das stimmt, Irena, super, danke, ich gehe weiter. Die werden sich schnell in Erfolg stürzen, sofort. Hier ist ganz schnelle Karte, 8 Stäbe. Ihr kennt 8 Stäbe, das ist ganz schnelle Karte. Und zum Erfolg. Das ist Erfolg, 6 Stäbe ist Erfolg. Was sollst du in dieser Reise mitnehmen? Schlepp nicht unnötige Kram. Achte auf deine Ernährung. Achte auf deine Gedanken. Nimm nicht Schrott mit. Und dieser Schrott ist das hier. 10 Stäbe. Das siehst du, wie viel Schrott ist hier dabei. Vorsichtig. Beeile dich nicht. Aber. Hier. Sei achtsam mit deinem Körper und Seele. Meine Lieben, viel Glück, viel Spaß dabei. Beide Staffeln sind wunderschön. Ich bin begeistert, dass ich euch das machen kann, dass ich euch diese Botschaft überbringen kann. Ich wünsche viel, viel Glück von dem ganzen Herzen. Alles Gute, meine Lieben, und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Tschüss, Papa, bis heute Abend.